Hallo zusammen, schön, dass ihr zum Video gefunden habt. Heute ist das erste Mal vom Hikikomori Ryugak. Ich habe heute zwei deutsche Wörter gelernt. Erstens sachliche Kritik und zweitens verfärben. Also, ich habe heute mit meiner Freundin über die Kritik gesprochen. In Deutschland gibt es zwei Kritik, das heißt eine sachliche Kritik und eine persönliche Kritik. Und ich habe das Wort sachliche Kritik nicht gewusst, deswegen habe ich zuerst nicht verstanden, aber sie hatte mir besprochen und dann habe ich verstanden. Seit zwei Jahren lebe ich in Deutschland, deswegen habe ich mich schon an die sachliche Kritik gewöhnt, aber zuerst war ich das nicht so gut gewöhnt. Nach meiner Meinung ist die sachliche Kritik sehr wichtig, um mich zu verbessern. Deswegen finde ich es sehr gut, aber im Allgemeinen nehmen die Japaner die sachliche Kritik und die persönliche Kritik so als eine Kritik so an. Deswegen könnt ihr bitte die verschiedenen Kulturen verstehen. Wenn wir beide Kulturen verstehen könnten und respektieren könnten, könnten wir besser miteinander umgehen. Zweitens habe ich heute verfärben gelernt. Also ich habe gestern viel Curry gekocht, deswegen habe ich gestern nicht alles gegessen. Aber irgendwie habe ich meine Suppenkerne so im Topf, in Curry, so liegen lassen. Dann habe ich heute sie geguckt, dann sie ist eigentlich grau, aber trotzdem ist grau, ne? Aber trotzdem. So, meine Suppenkelle hat sich verfärbt. Ich habe das Wort nicht gewusst, aber ich habe heute die neue zwei deutsche Wörter gelernt. Ich bin so froh. Wenn ihr an Hikikomori Ryugak Interesse habt oder wenn ihr Bock habt, an Hikikomori Ryugak teilzunehmen, dann könnt ihr bitte auf dem Kommentar so schreiben. Sehen uns wieder. Ciao, ciao.